Hallo Leute, Zeit ist Geld. Wir legen gleich los. Neues aus dem Oberjammergau. Angst vor dem Absturz haben inzwischen fast alle, schreibt die Zeit. Vor dem eigenen Absturz und dem des Computers, fügen wir hinzu. So wie die Armut von der Pubertät kommt, sagt Egon Bahr, resultiert die Schwäche aus der Unfähigkeit. Männlichkeit stärken, Liebe beleben, ihre Bayer AG, Science for a better life. Hör mal, ich werd nicht mehr, du! Die Stadtverwaltung von San Francisco verwandelt den Hundekot der Stadt in Methangas für die Stromversorgung. Zum Beispiel Berlin. 150.000 Hunde scheißen täglich 55 Tonnen Häufchen. Buxtehude hat sich schon mal in Holland umgesehen. Mein Name ist Van der Kluft. Wir haben hier bezig mit Uitvindingen. In dit geval voor de verwijderde honden van de openbare weg. En er zit apparaatje. Aan deze kant, er zit de hond aan. Dit ligt heel prettig in de hand. Een soort greep. Er zit een slootje aan. En het werkt als volgt. Binnen. Klik. De buitenkant is helemaal schoon. Ook de binnenkant is schoon. Het is zo schoon dat je het zo in de kast steekt. U ziet, ja, vroeg onbekend. Maar het is toch zo gelegen dat ik een apparaat heb kunnen ontwikkelen wat echt goed is. Wat ik 3 jaar uitgeprobeerd heb en wat ik echt u voor kan stellen als een apparaat gebruikt dat en u bent er overal vanaf. Dat is de paardenhokstok. U ziet, het wiel zit hieronder. Hij is niet zwengbaar, maar hij is precies hetzelfde. U hoeft alleen maar de stok weer los te maken, omhoog. En u schept die hondenhopen erin, af en toe eventjes knikken, want het moet erin zakken. En dan kunt u ook, als u een paardje bezit, netjes de rommel bij de mensen opruimen. Blick, stehe bleibe. Ich arbeite jetzt für den Stern. Ich arbeite für die Bild und ich habe auch schon die Presseausweise daheim. Ich bin da so ein Billigreporter. Wissen Sie, Bürgerjournalismus nennt man da. Bürgerjournalismus, das ist schön. Früher hat man gesagt Blockwart. Oder sowas ähnliches. Aber Bürgerjournalismus, wissen Sie, die Zeitschrift habe ja all kein Geld. Und unser Arzt, der reist ja rum und der sieht immer, was die Nachbarn machen und guckt so und passt auf natürlich und so. Und die Prominente, wenn so ein Prominente hier bei uns so durchgeht und stellen Sie sich mal vor, Sie erinnern sich an die Geschichte, der pinkelt da Eichenbrauch an die Wand, pups, habe ich meine Kamera an, habe Bildchen gemacht und schon ist er in der Zeitung. Also ich glaube, die Welt wird sauberer, durch die Bürgerjournalisten.